Florian Silbereisen umarmte Beatrice Egli ganz fest auf dem Krankenbett, das hat uns so berührt. Die jüngste Notfallpressekonferenz zum Gesundheitszustand von Beatrice Egli ist rückläufig. Nach den bisherigen Informationen ist Beatrice Egli gesund und aus dem Krankenhaus entlassen. Diese Dinge dauerten bis heute offiziell nicht lange, als sie von Beatrice Egli kontaktiert wurden. In einem persönlichen Telefoninterview hat uns die Hauptfigur Beatrice Egli über ihren aktuellen Gesundheitszustand berichtet. Beatrice Egli teilte mit, dass sie derzeit ins Krankenhaus zurückkehre, um sich wegen ihrer Atemprobleme weiter behandeln zu lassen. Beatrice Egli denkt, dass ihre Gesundheit in Schwierigkeiten ist, weil sie das Phänomen der Atemnot sieht, nicht ist und der Körper müde und schwach wird. Diese Situation ist erst vor wenigen Tagen eingetreten. Zuvor wurde Beatrice Egli von Ärzten von der Corona-Erkrankung geheilt und absolvierte die Isolationszeit, sodass Beatrice Egli wieder in das Haus von Florian Silbereisen entlassen wurde. Die Arbeit und das Leben von Beatrice Egli werden durch ihre Krankheit auf den Kopf gestellt. Die bisherigen Pläne und Verträge, die Beatrice Egli unterzeichnet hat, drohen abgebrochen zu werden, um vollkommen gesund zu sein. Wird die Stimme der Schweizerin nach einem so großen Ereignis abnehmen? Das bleibt für Beatrice Egli-Fans eine große Frage. Weil die Erkrankung von Beatrice Egli mit dem Hals zusammenhängt, dürfte Beatrice Egli lange brauchen, um mit Florian Silbereisen auf die Bühne zu treten. Florian Silbereisen ist seit Beginn dieser Liebesbeziehung immer an der Seite von Beatrice Egli. Der Deutsche kümmert sich immer um Beatrice Egli mit Taten statt Worten. Was Florian Silbereisen für Beatrice Egli getan hat, hat Florian Silbereisen zwar nie mit uns und der Presse geteilt. Vielleicht möchte jedes Mädchen talentierte und emotionale Jungs wie Florian Silbereisen treffen. Jetzt, da die Pflegeperson von Beatrice Egli kein geringerer als Florian Silbereisen ist, berührt uns das Bild von Florian Silbereisen, der Beatrice Egli auf dem Krankenbett umarmt, sehr von dieser süßen Tat von Florian Silbereisen. Hoffentlich wird Beatrice Egli bald wieder gesund, um den Rest des Weges mit Florian Silbereisen fortzusetzen. Wünsche dem Ehepaar Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein gemeinsames Leben voller Glück.